Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Stream, der sich ja von gestern und hat. Da sich dann niemand Einwände erhoben hat, starten wir heute mit Super Metroid. Jetzt muss ich auch noch was gucken. Ich habe mir, glaube ich, noch was eingestellt. Moment. Genau, so. Jetzt bin ich auch wieder synchron mit mir selber. Das ist ja schön. So, Emulator läuft. Hat OBS noch nicht so ganz mitgekriegt. Gucken, vielleicht, wenn das Spiel läuft. Zeigt wahrscheinlich gerade noch nichts an. Deswegen. Recent Games. Da. Jawohl. Sehr gut. Jetzt hörte ich gerade noch nichts, weil ich den Sound voll runtergefahren habe. Metroid 3. Bam, 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 bam. So, Metroid 2 wird solide übersprungen, da wir das ja schon vor einer halben Ewigkeit mal gespielt haben. Deswegen geht's hier jetzt weiter mit Super Metroid. Jetzt vibriere ich wieder. Moment. Was ist da los? Tue ich nicht. War Phantom vibrieren. Okay. So, ich lasse die FPS-Zahl, lasse ich die drin. Ich kann die auch ausblenden. Ich blende die mal aus. Moment. So. Alles klar. Das ganze Spiel läuft auf Englisch, da mein Emulator mit der PAL-Version nicht so richtig klarkommt. Erkläre ich später vielleicht irgendwann mal. So. Genau das hatte ich. Kann ich das löschen? So. Starten wir schön auf dem frischen Spielstand. Das Ganze ist auf Englisch. Ich versuche das so gut wie es in meiner Macht steht zu übersetzen. Also geht's los. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Ja, das letzte Metroid ist in Gefangenschaft und die Galaxie lebt in Frieden. Ja, zuerst habe ich die Metroids auf Planet Zebes bekämpft. Und genau, zu dem Zeitpunkt habe ich die Pläne von Weltraumpiratführer Mother Brain herausgefunden, die Metroids als Waffe gegen die galaktische Zivilisation benutzen wollten. Und ich habe das eindrucksvoll abgestellt. So, als nächstes habe ich die Metroids auf ihrem Heimatplaneten SR388 bekämpft. Ja, ist komplett ausgelöscht, bis auf eine Larve, die nach dem Schlüpfen mir gefolgt ist, wie ein verwirrtes Kind. Ne, das ist anhänglich gewesen. Ich habe diese Larve persönlich bei der galaktischen Forschungsstation auf Ceres abgeliefert, damit die Wissenschaftler herausfinden können, wie man da diese Energieproduktion für sich nutzen kann. Ja, das, was die Wissenschaftler herausgefunden haben, war der Wahnsinn. Und sie haben herausgefunden, dass diese Eigenheit dieser Metroids der Zivilisation ein ganzes Stück weiterhelfen können. Und dass diese Eigenschaft genutzt werden kann. Ich
ja, zufriedengestellt. Dadurch, dass alles in Ordnung ist, habe ich die Forschungsstation verlassen, um ein neues Ziel zum Jagen zu finden. Aber als ich gerade aus dem Asteroidengürtel raus war, gerade so, habe ich ein Notfallsignal erhalten. Die Zero-Station wurde angegriffen. Was? Rückwärtsgang! Vollgas! Zurück! Die Weltraumkolonie. So, hier sind wir jetzt auf der Weltraumkolonie. Es ist sehr ruhig. Keiner da. Oh nein. Die ganzen Wissenschaftler, sie wurden abgeschlachtet und das Metroid ist weg. Oh no. Ach Gott sei Dank. Da ist es ja. Da ist es ja. So, komm. Komm mit. Oh no. Ja, Ridley. Scott. Alter. Wow, oh Gott. Und da geht auch schon alles in Arsch. Er hat den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Danke dafür. So, bloß raus hier, bevor der ganze Laden hier in die Luft fliegt. Pam, 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 pam. Alter, jetzt lass mich doch da hoch. Gerade noch so weggekommen. Planet Zebes, den kennen wir doch aus dem ersten Teil. Yay. Kann ich am Sound noch was machen? Der klingt so dumpf. Stereo. Kann ich den. Aha. Okay, dann rauscht er, aber das ist nicht so schön. Der ist nicht so doll. Warte mal, ich guck mal. Ja, der ist 16-Bit-Sound. Sonst hast du halt Rauschen, das ist nicht so schön. Mit irgendwas, Channels, bla, passt. Okay, scheint eine Eigenheit zu sein. Gehen wir weiter. So, da ich ja am Anfang einmal gucken musste, ob das Spiel gescheit funktioniert, weiß ich zumindest hier am Anfang, wo es lang geht. Der Rest ist mir aber so weit unbekannt. Thank you.
kopieren uns jetzt zuerst einmal die Missiles zum gescheit rumschießen. Dieser Flur. Hätte man ruhig ein bisschen länger machen können. So, das ist der Raum, den wir ja erst vor kurzem verlassen haben. In Metroid 1, wo Mother Brain hier, ja, festgemacht war. Nennen wir es mal so. Langer Aufzug. So. Und auch das ist uns bekannt. Das ist nämlich der Raum, in dem wir damals gestartet sind. Ne, war. Also hier kriegen wir zuerst einmal den Morphball. Was die komische Kamera da soll, das weiß ich allerdings nicht. So, und hier hinten gab es jetzt auch noch was. So, hier finden sich nämlich formschöne Rakeen. Können wir auch gleich mal aufmachen. Hier kriegen wir nämlich das zweite Päckchen, soweit ich weiß. Jawohl. Sind wir schon mal bei 10. Können wir ein bisschen mehr rumballern. Das ist nett. Und hoch. Wofür ich sehr dankbar bin bei Super Metroid ist, dass sie hier endlich eine Karte eingebaut haben. Das stimmt mich fröhlich. Die brauche ich nämlich. So, schon ist hier jetzt Action. Wäre das Runterkommen nicht schon schlimm genug gewesen, muss man ganz wieder hochlaufen. So. Haben wir es geschafft. Sind wir wieder oben. Und jetzt laufen ja auch die ersten Viecher rum. So, hier gab es auch irgendwo auch direkt was, was nur über. Genau, über einen Morphball erreichbar war. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß nicht mehr, was dahinter ist, keine Ahnung. Ach, ein Speicherraum. Dann siehst du mal. Yes, please save. Please save everything. Dankeschön. Tschüss.
gehe ich jetzt. Na, noch mehr? Ne, okay. Genau, hier kann man sich einmal die Karte runterladen. Können wir mal gucken. Mhm. Mhm. Eine Karte. Der Wahnsinn. So, wir gehen jetzt direkt zu dem Ding unter dem Speicherraum. Gucken wir mal, was da ist. Dann gehen wir das rechts oben von uns. Da gehen wir auch nochmal gucken. Und dann geht's, glaube ich, als erstes nach Brinstar. Alles klar, alles klar. Nach Brinstar. So, ich bin mal faul. So, kann man hier überhaupt schon weit genug? Nee, da wir die Bomben noch nicht haben. Die holen wir jetzt. Meine ich zumindest. So, nicht wieder runterfallen. So, nein. So. Brauchen wir eigentlich nicht. Sind ja voll. Mach auf den Bums, wir gehen da jetzt rein. Hey, gratis Stuff. Cool. Bombe. Juhu. So, dann können wir wieder zurückgehen, ne? Können wir nicht. Das ist ja nett. Was ist das? Oh nein! Es lebt! Boah, Alter. So, da platzt ihm schon mal der Kopf. Dann haben wir noch ein paar Mal drauf und ist das gut. Dafür gibt es schön viel Gratis-Zeug, das ist sehr nett. Gab es aber im ersten Teil damals auch nicht. Und schon sind wir auch schon wieder vollgeladen, das ist doch nett. Das ist auch nett, das nehmen wir gerne an. Dann könnten wir jetzt einmal hier lang gehen. Da aufbomben würde uns aber ehrlich gesagt nicht viel bringen, dann kommen wir nur zu unserem Schiff rüber. Aber wir müssen da aber lang. Weil wir hier nicht hochkommen. Okay, dann bringt uns das sehr viel, weil wir damit zu unserem Schiff rüberkommen. Beziehungsweise hier wieder in den Gang rein. Aber ja.
Lass die ihre Kacke da fallen, das ist ja eklig. So, nun können wir aber rüber. In diesen Raum und mal gucken, was da ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich meine natürlich den Raum da drunter. Nicht den. So, hier kommen wir jetzt dank der Bomben, die wir gerade gekriegt haben, weiter. Und hier gibt's irgendwie wieder Free Stuff. Ah, ein weiterer Container. Das ist ja nett. Das ist ja sehr nett. So, schon mal 15. Also. Achso, okay. So, die steht aber nicht auf. Hoffe ich zumindest. Hier weiter kommt man auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Hoch. Und gucken, dass wir uns mal in das Innere des Planeten begeben. Springen halt noch ein paar Mal daneben. Ist okay. So, scheinbar kommt man hier nicht weiter, laut Karte, aber doch. Wie wir hier sehen. Oh, den nehme ich. Yay. Na, Wind, Paganist. Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles fresh bei dir? Oh no. Weltraumterroristen, Piraten. Ja, so geht's natürlich auch. Oder hau ich die einfach damit weg? Pam! 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 Ein paar Probleme mit dem Kühler. Inwiefern? Also was hast du jetzt übrigens in deinem Teil da drin? Geht's erst nach links oder erst nach rechts? In der Hoffnung, dass es da Kartendaten gibt, gehe ich mal darüber. Aber inwiefern hattest du Probleme mit der Kühlung? Hallo? Hallo? Meinen alten PC mit dem neuen per Klinke, damit ich den Sound von beiden PCs auf... Gott, Black Magic, ey. Spooky shit. Okay, offensichtlich gibt's... Gibt's hier was zu holen? Aber nicht für uns und nicht jetzt. Okay, gehen wir wieder rüber. Dann gehen wir wieder rüber. Ein bisschen Energie könnten wir gebrauchen, wobei einen vollen Container haben wir ja noch. Insofern ist okay. Tschüss. Ach ja, die beiden neuesten AMD-Kühler. Moment. Race Prism, Prism Max sind ja mehr oder weniger die ersten möglichen guten AMD-CPU-Kühler. Doppelt so laut. Doppelt so laut ist natürlich doof. Ja, ich bin halt immer noch mit dem Flüssigkühler relativ gut beraten bei mir. Der macht einen ordentlichen Job. Kann man den nicht kaputt machen? Hallo? Bruder?
Ja, kaputt. Dann nicht. Ihhh. Das ist ja nett. Free Stuff ohne Ende. Aber. Ah. Liegt da einfach so ein Popel in der Gegend rum. Das ist ja eklig. So, jetzt kommen wir hier auch nur wieder runter. Ist hier noch irgendwas übersehen? Da kommen wir nicht weiter. Ja, dann. Da haben wohl nach Brinstar. Bisschen Öl ausgelaufen. Ein paar Tage mit dem Glasklappe. Ach so. Also ist das ein. Das ist aber ein Fabrikatsfehler, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht ist. Oder ist es schlecht durchdacht? Das kann natürlich auch sein. Soll es auch geben. Das Einzige, was ich bei mir habe, ist, daran höre ich aber, dass die Pumpe auch angeht, so minimalen Spulenfieben. Ich hatte mitunter schon Fälle, irgendwas hat er nicht vernünftig geladen, da ist mir nämlich meine Pumpe überhaupt nicht angesprungen. War doof. Bam, badam, bam, bam. Ich glibbelt's. Okay. Wir gehen das hier alle schön Schritt für Schritt ab. Außer wenn ich hier nicht weiterkomme, dann ach nö, nicht ihr. Endlich kann ich nach unten schießen. Ja. Bam, bam, bam. Aha, Kartendaten. Ich kann Kartendaten laden. Das ist ja schön. Ach ja, okay, das ist ein Speicherraum. Da gibt es Free Stuff. Da kommen wir irgendwie hoch. Okay. Da gibt es noch Criteria, da gibt es noch Meridia. Norfair. Da ist ein Gegner. Scheinbar. Gut, also erstmal zurück in den Raum gegenüber. Run 7 von Treffen von der Neueste. Ja, mit der Vega-Serie, weiß ich nicht, die Vega-Serie scheint mir nicht so ausgereift zu sein. Weiß ich nicht, kommt mir zu teuer vor. Dafür, dass man mit anderen Karten auch gut hinkommt. Boah, Bruder. 3200er Multi. Single und Duel von Viper. Boah, da habe ich auch ganz billiges Zeug verbaut, was meinen RAM angeht. Also billig. Ist, glaube ich, einer von. Habe ich vergessen? Mit 2400er. Ich glaube, Corsair? Kann das Corsair sein? Ich habe es vergessen. Oh, ja gut. Nehmen wir den mit. Ja, ist ja. Ja, billig. Auf die Schotten dicht zu machen hier. Ich kann nur. Hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Obwohl, das hatte ich ja schon. Ah. Aua. Arsch. Was ist das? Macht das was? Achso, das ist der Knopf. Ich bin auf den Knopf gekommen, verdammt. Gaming-Puss.
schon wieder rübergelaufen, ich bin noch ein Trottel. So, reicht das, wenn ich jetzt nochmal raus und wieder reingehe? Ja, ey. Okay, ich glaube, da brauche ich diesen... Wie heißt er noch? Wann gibt es bei mir wieder RPG-Action? Octopath kommt nachher noch. Wenn du das als RPG definierst, dann machen wir da weiter. Ansonsten... Boah, ich hätte eigentlich spontan mal wieder Bock auf Final Fantasy. Ich weiß aber nicht welches. Vielleicht der 8., weil der fehlt mir noch. Also 8, 9. 10, 10, 2. Ja, 12 fehlt mir auch noch. Gott. Wie viel mir eigentlich fehlt, ey. Irgendwann kommen wir wieder auf Final Fantasy. Da fangen wir mit 8 an, dann kann ich den auch nicht mal spielen. Das verhasste Baby von Square Enix. Ja. Achso. Ja, das war halt das erste Final Fantasy nach Zusammenschluss, ne? Aber wie hießen die nochmal einzeln? Das war Squaresoft und war es dann einfach nur Enix oder wie hießen die? Bevor die da miteinander rumgemacht haben. Oh, ich mache ja gerade das Licht aus. Das ist ja nicht so schlau. Mach mal nicht das Licht aus. Ach, ich kann ja aufladen. Okay. Echt? Es war nur Enix. Okay. So, ich lasse mir mal das Licht an. Guck mal gerade, ob es noch irgendwo. Oh, okay. Geht's nicht. Ja, ist okay. Niemals noch ein bisschen mehr Schaden, ist auch noch. Uninaki und Esper Chain. Ich habe Nintendo Direct zum Teil geguckt. Weil ich leider ein bisschen spät eingeschaltet habe. Und Astral Chain ist auch etwas, was für mich auf den ersten Blick sehr spannend aussieht. Und da würde ich schon gerne mal reingucken. Was habe ich denn noch gesehen? Boah, Alter. Die Scheiße am Schilde. Wie fies. Ich glaube, das war das Einzige, was wirklich richtig spannend aussah für mich. Selbst bei beim A Link to the Past Remake muss ich sagen, ich habe A Link to the Past auch nie gespielt. Ich habe es mir angeguckt, aber zum selber Spielen hatte ich nie so die Muße, muss ich zugeben. Weil gibt halt viele Spiele, die halt wesentlich ja schicker aussehen. Geht's irgendwo noch weiter? Ah ne, das ist das von nebenan. Okay. Zelda, Mario und Sonic ist absolut nichts für mich. Ja. Ist halt wie immer Geschmackssache, ne? Also ich war bei A Link to the Past, war ich... Es gab viele, die waren geflasht. Ich hätte mich auf ein neues Animal Crossing gefreut. Ich hätte mich auf
News zu Metroid Prime 4, wobei das halt momentan quasi im Entwicklungsstopp ist. Ja, in der Neuplanung. Ansonsten, was hätte ich noch spannend? Bayonetta 3 hätte ich spannend gefunden. Geh weg. Ist ja eklig. Boah. Kurzer Prozess hier. Ja, Xenoblade X wäre vielleicht schick gewesen. Oh oh. Hopp. Du deine scheiß Pollen. Hör ab. Ach Mann, ich wollte doch gerade reinschießen, Mann. Mann, ich wollte nicht. Doof. Och, Mann. Ich komme einfach nicht dran. Jetzt kriege ich langsam Probleme hier. Ups. Hauptsache immer schießen. Oh, 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 oh. Hallo, ich. Nein! GG. Pokémon Gen 8 wäre lustig gewesen. Ja, bitte nochmal hier hin. Das ist richtig großes Zeug auf der E3. Ja, E3 weiß ich nicht. E3 ist, glaube ich, für Spieleentwickler immer in letzter Zeit. Wow, really? Ja, Entschuldigung. Ich war ein bisschen deskonzentriert. E3 ist für Spieleentwickler nicht mehr so super spannend. Da ist er erstmal do. Da kommst du rein, schaltest wieder rein zur besten Zeit. Suppenjäger. E3 ist tatsächlich für die Entwickler nicht mehr so spannend,
wie die Gamescom mittlerweile. Wobei für die Veröffentlichung von Informationen wird halt immer noch gerne genutzt. Das stimmt. Ja, Sony ist dieses Jahr schon mal nicht da. Da fängt es ja schon an. Den skippt man, ja, Entschuldigung. Ist der Experte wieder hier? Hast noch Kabelchaos, alles klar, dann bis später oder bis gleich oder keine Ahnung. Nur. Okay, du darfst trollen. Los. Trolle er, wie er noch nie zuvor getrollt hat. Ich muss leiden. Yay. Hier ist kaputt. So, hier gab es noch irgendwie Free Stuff. Wo ist der Free Stuff? Wo gibt's denn Free Stuff? Ich will den sofort jetzt haben. I want free candy. Jetzt bin ich hier. Was will ich denn hier? Aua. Drecksviech. Supermissile! Jetzt ist Supermissile! Every bone broken, ja. Was ist das für ein super toller Anzug, wenn er nicht mehr vor Knochenbrüchen schützt, hä? Ey! So. Mach auf den Bums.
Upp. Ja, genau. Schieße immer das gesamte Magazin. Ich Vollidiot. Gelbe Tür. So, aber gab's da nicht just, gab's da nicht trotz allem noch irgendwas umsonst? Geht der hier schon? Oh Gott. Ich bin doch allgemein schon zu dumm zum Springen. Wie soll ich das denn noch mit dem Wandsprung hinkriegen? Hör mal. Oh, jetzt hab ich. Ich dödel. Kriegt man hier noch irgendwas? Also hier ist ja noch so ein Punkt. Kriegt man hier sonst noch irgendwas? Oder täusche ich mich da? Jetzt muss ich noch mal einmal um Pudding laufen. What you doing, bro? Ich war der Meinung, wenn da ein Punkt auf der Map ist, dann heißt das, da ist noch irgendwas Cooles in dem Raum. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Jetzt bin ich einmal um Pudding gelaufen und darf es nochmal machen. Gut. Doch, das Boss. Okay, nun gut. Ich hasse die Käfer. Ich hasse sie. Ach, nö. Nö. Ups. Ich will noch einer haben. Falls ich es mit der ersten wieder vergeige. Nö. Bevor ich noch eine kriege, kriege ich lieber gar nichts. Aha. Noch eine? Komm, eine ist noch drin. Aber
Greedy Boy, Entschuldigung. Ich verlange manchmal viel, ich weiß. Oh Gott. So, ich guck mal gerade auf meine herzallerliebste Karte. Aber das hier ist doch kein Boss da, oder nicht? Direkt über mir. I didn't say every dot is a boss. Ach. So fangen wir jetzt also wieder an. Okay. Okay, dann muss ich hier von oben aus rein. Ich gehe mal gucken, ob da was zu machen. Ach, ich brauche wahrscheinlich mein Grippeling-Ding. Okay. Was bleibt uns denn da noch? Da direkt rechts kommen wir nicht rein. Dann gehe ich erstmal nach unten. Tät ich jetzt sagen. Will ich hier hin? Ich will hier gar nicht hin. Ich geh erstmal hier gucken. Wie bist du denn? Ja, hör mal. Ja, vergiss es. Tschüss. Oh, ich bin sehr trigger-happy. Man hat es vielleicht noch nicht bemerkt. Nur treffen ist nicht meine Stärke. I see Quickie and Money. I'm so confused right now. War ich auch. Ich jetzt, wo du es nochmal ansprichst, bin ich auch wieder verwirrt. Danke. Ich weiß auch nicht warum. Muss ich auch mit diesem... Wie heißt es noch rüber? Okay. Ich nehme an, wenn ich weitergehe. Maybe because I was hosting you. Er meinte, wäre öfter mal da gewesen, hätte rumgelurkt, aber... Alter, okay, alles klar, ich gehe hier nicht lang. Habe ich jetzt verstanden.
Boah, Alter. The Loop Bridge. Okay. Ups. Hä? Ich komme jetzt weg. Softlock, GG. Ja. Komm ich hier echt nicht weg? Auf normalem Wege? Muss ich jetzt erst verrecken? Ernsthaft? Buttons. Welche Buttons? Was kann ich hier denn machen? Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm für das Spiel. Verdammt. Ich kann halt hier hin. Das hilft mir nicht weiter. Das ist ja spannend. Not gonna say anymore. Och. Och man. Kann ich nicht sagen, ich möchte zurück zum Speicherpunkt da. Och Mensch. Nur weil ich doof bin, ey. Did you even save? Ja, zwischendurch mal. Nach dem Gegner weiß ich jetzt nicht. Oh, ich glaube nicht. Kann ich hier nicht irgendwas kaputt machen oder so? Oh. Okay, gib mir eine klare Antwort. Muss ich mich jetzt umbringen, damit ich wieder zurück zum Speicherpunkt komme, oder gibt es noch einen anderen Weg? Morphball ausgemacht? Ups. Nope.
No death. Okay. Boah. Gemein. Nee, meine Hirn kriegt es nicht zusammen. Ist es richtig schön dämlich einfach, oder? Boah, es war ja wieder klar, dass ich mich an so einer Kacke wieder aufhalte. Über den Fahrtle... Oh. Mann, ich hänge jetzt echt. Kann ich die Blockade hier nicht weg powerbomben oder so? Ah ja, jetzt. Dankeschön. Ich muss doch irgendwas mit...
Ich sammle noch mal Kram. So, die hätte ich jetzt gerne. Kann ich die doofe Tür kaputt machen? Vielleicht einfach Superbomben drauf halte oder so. Och Mann. Ach komm, jetzt komm, sag's mir einfach. Ich komm da nicht mehr hinter heute. Was? Aber welcher? Die Scham ist da und die Scham ist groß. Nö, und ich kann nur runter. Nö. Ach. Ekligen. Okay, das wird nix. Ja, ich... ja. Yay! Thank you.
Wet Boobs Physics. Wo laufe ich hier eigentlich hin? Was ist das? Wo bin ich? Wo bin ich? Wer bin ich? Bin ich wirklich schon weiter runter? Ich habe keine Ahnung. Ja, nun. Zebes, so weit war ich jetzt. Behaupte ich mal jetzt auch schon. Kann ich hier speichern? Nope. Das wirkt alles erstmal gänzlich ungesund. Das ist jetzt schlecht. Kommt man hier durch jetzt schon? Macht das Sinn, was ich hier versuche? Ich glaube nicht. Eher nicht. Ich vermute nein. Ich gehe mal wieder runter. Mockball. Okay. Oh, ich kann speichern. Oh, das ist ja nett. Okay. Na gut. Den nehmen wir auch mit. Ah ja. Oh, da komme ich auch nicht hin. Schade. Okay, dann weiter. Thank you.
wie unglaublich frustrierend, wenn man etwas so vor die Nase gesetzt kriegt, man kommt nicht dran. Achso, man muss halt nur hoch genug springen. Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Was ist das? High Jump. Okay. Hui. Ja, du. Knopf. Nö. Heimgang? Nö. Soll ich die Tür aufbrechen? Oder? Hä? Hier ging es ja auch nicht weiter, oder? Was los? Was denn? Der Kopfhörer? Ach so. Tschüss. Ach Gott. Achso. So. Achso, ach, jetzt kann ich aufmachen. Okay, man muss da einmal vernünftig über den Schalter gehen, sonst taucht das nichts. Okay. Was hier? Geht's nochmal da runter, ne? Ich geh mal gucken. Tod und Verderben werden auf mich warten. Sei still. Tschüss. Was ist das hier eigentlich? So, hier kann man nicht weiter, aber zu heiß. Da kommen wir jetzt wieder hoch. Was fiele mir denn dann noch ein? Wo können wir noch hingehen? Achso, da kann man von da an. Scheinbar. Wollte ich denn noch irgendwas, wo ich schnell rüber musste? Im Zweifel rennen einfach. Ist egal. So, wie komme ich hier durch?
gibt wohl noch einen oberen Teil. Die Frage ist, wie komme ich in diesen oberen Teil rein? Achso, da, ne? Aha. Ach, das ist ein Witz. Jetzt geht er halt hoch. Nö. Lass mich los. Viech, du. Wie funktioniert das denn dann? Achso. Na gut. What are those? Spacer. It's a spacer. Was ist der Spacer? Oh. It's große Bum Bum. It is space-tastic. So, hier hatten wir alles, ne? Hier war... Oh ja, komm. Nehmen wir noch mal mit. Nehmen wir dankend an. Komm ich hier endlich... Wie komme ich jetzt am schlauesten zurück? Noch weiter nach unten. Ach so. Jetzt habe ich die Anspielung verstanden. Gucken, ob das klappt. Geht hier aber noch nicht, ne? Jetzt brauche ich doch erst den. Ach so. Na gut. Oh. Halt nicht alle verballern jetzt. Was ist denn das? Brauche ich noch einen? Echt? Brauche ich das nicht, wie ich das hier einmal aufmache? Oh. Ups. Na gut. Ich sage am besten gar nichts mehr. Ich habe hier keine schlauen Sachen mehr beizutragen. Das ist. So, da kommen wir nicht rein. Never played before. Never. Never ever.
Das erklärt wenigstens ein paar Sachen, ja. Leider ja. Soll ich gerade speichern? Wo komme ich hier runter? Nee. Irgendwo nebenan komme ich runter. Was ist hier? Was kommt jetzt? Bist du ekelig? Geh mal weg. Someone died here. Das habe ich mir fast gedacht. Was? Muss ich füttern? Alter. Ach so. Wow. Oh, hallo. Ah, okay, die Sachen kann ich auch benutzen. Oh, Alter. Okay, die nicht. Hehehe. Schiss, scheiße. Das ist nicht so gut. Ja, wir sterben hier. Ja. Ja, wir sterben hier. Alles klar. Gut, dass hier direkt drüber ein Speicherraum ist. Das ist hilfreich. Genau dahin. Wie gesagt, das erste Mal, ne? Hätte vielleicht die ganzen Superbomben nicht auf einmal verbraten sollen. Bin mir gerade mal so bewusst. Naja.
Okay, ich dachte, ich kriege da noch ein bisschen Energie raus, aber dem war nicht so. Crady Crate, och. Boah. Das ist lustig, okay. Ich probiere es erstmal damit. Oh, okay, ich könnte natürlich noch ein bisschen sammeln. Dann nehmen wir noch mit. Solange ich hier noch was kriege, nehme ich das mit. Hab ich echt schon mal 30 Stück? Hm. Aua. Ist überhaupt zu schlau, jetzt schon hier hinzulaufen? Das ist, wenn Crate nämlich genauso ist wie letztes Mal, dann sehe ich hier schwarz. Das ist aber ungemein hässlich, das Viech, ey. Sorry, ist echt so. Och Mann, das ist. Oh. Dann tut die mich wieder weg. Das ist doch nicht nett. Oh, oh. Fliege ich halt mit. Ich kommuniziere nur noch durch Laute. Thank you.
Ach nee, nicht runterspringen. Ach, Kacke. Und direkt wieder reinspringen. Das ist gut. Mann. Na, verdammt. Nochmal. Ich mach's nochmal. Alter, das... Oh. Ich meine, die Farbe ist ja schon ein guter Indikator dafür, wie weit man ihn sie erst runter hat, aber... Oh. Ich habe halt auch legit so viele Sachen einfach in Äther geballert. Ohne Sinn und Verstand. And yes, I want some spikier spikes. These spikes are not spiky enough. Die mach ich nochmal voll hier. Das. Die Raketen nehmen wir mit. Hoch.
Und nochmal. Versuche mal ein bisschen Energie aufzuladen. Alles klar, dann, wenn das eintreten sollte, schon mal gute Nacht. Ah, jetzt habe ich die Power. Superbomb. Naja. Warrior Suit. Juhu. Cool. Diese eine Sekunde, wo die. Was soll ich dir sagen? Immer hingucken. Immer hingucken. Was soll ich denn darauf jetzt entgegnen, so? Trau mir, ich habe nicht gecheatet, oder? Was würde dich jetzt befriedigen? Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann sag ich dir, vertrau mir, gecheatet habe ich nicht. Ich hatte nur, wie immer, sehr viel Glück. Denn auf Glück in Spielen habe ich quasi ein Dauerabo. Mal den Quadranten hier fertig. Oh. Will ich jetzt runter? Ich könnte jetzt runter. Zumal ich auf der Seite nicht weiterkomme. Dann gehen wir runter.
Wup, 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 wup. So, gilt der Varia-Suit für hier für Hitze oder ist das nochmal ein anderer? Nee, das ist der für hier für Hitze. Okay. Komm ich hier lang? Yeah, nice. Bist du hier, Sleek? Geh weg. Okay, sonst ist hier scheinbar nichts. Boah. Okay, das war jetzt schon mal nix. Ah ja. Ist mal sehr beruhigend, wenn ich so eine für eine Tür brauche. Oh. Oh, das ist ja nicht so gut. Was gibt's denn hier? Na, das ist ja toll. Das nehmen wir gerne mit. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Ah ja. Noch fair, okay. Kommt überhaupt nichts bekannt vor. Also nichts, wo ich sagen würde, so, oh, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo das Klo ist. So, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ich kann endlich wieder nach oben hier. Das geht ja. Das geht ja alles. So weit lang muss ich hier trotzdem, ne? Scheinbar. Ist ja schon mal nicht falsch. Aber ich gehe mal hier mal lang. Vielleicht gibt es ja eine Karte oder so. Boah. Das funktioniert hier aber noch nicht, ne? Nö. Ach, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Ah, okay. Aua.
Ach so, weil es auch gleich 10 Stück sind. Okay. Knopf. Von da aus halt noch weitergehen. Aber ich komme hier noch runter, oder? Ah ja, gut, dann gehe ich hier runter. Was haben wir hier? Nix. Oh. Das dient auch gefühlt einfach nur zum Energie auffüllen. Mehr ist das für mich nicht. Pam, pam, pam. Erstmal gucken gehen. Wo führt das denn hin? Ja, schon mal schlecht. Weiter bringt mich das hier nicht. Aber oh, mit diesen mysteriösen Türen hier, verdammt. Okay. Dann mal weiter. Das ist ja nett. Runter geht das Viech auch noch, das ist ja nett. Was haben wir hier? Ah ja, ich verstehe. Oh je. Okay, ich verstehe den Scheiß. Gut. Ah. Och. Hm.
kann gucken, ob ich noch weiter nach oben komme, eventuell. Probiere ich das vielleicht mal. Vielleicht nur zum Anteasern, damit man weiß, warum man überhaupt in diesen Raum reinlaufen sollte. Was haben wir denn noch? Ja, richtig. Ah ja. Zu guter Letzt haben wir hier oben noch. So, den Schaden nehme ich mal in Kauf, der ist ja nicht so hoch. Was haben wir hier noch? Ah ja. Ah ja. Okay. Obwohl, kann man hier vielleicht. Wie gesagt, ich bin ja immer gewillt, vorher mal nachzugucken, was es hier gibt. Bin tot. Okay. Okay, nicht nur. Oh. So, warum sollte man das jetzt wollen? Oh. Der Speed Booster. Cool. Turbotreter aktiviert. Na und? Ja, also tatsächlich jetzt, wortwörtlich, ne? Vollgas. Frage ich mich natürlich, hier war doch noch irgendwas auf der Map, wo. Das sind wahrscheinlich die Stellen gewesen, wo ich nicht reingefallen bin, ne? So, jetzt komme ich auf der einen Seite nicht. Doch, ich kann ja immer noch. Ich kann ja immer noch einmal die beiden ignorieren. Einmal hier durch. Jetzt habe ich die Missiles. So, um daran zu kommen, brauche ich halt immer noch. Mal hiermit? Geht auch nicht zu. Achso, na gut. Beantworte das nicht. Ja. Lieber nicht. Nee. Falsch geraten.
Ja, du. Das definiert ja jeder für sich, wie man das dann auslebt. Ne? Und bei uns ist so, wir sind dann einfach froh, wenn wir gar nichts machen müssen. Wenn wir einfach... Das Ding ist ja, wenn du dich dann halt für irgendwas Besonderes, dann musst du dich ja erstmal auch dafür fertig machen. Ne? Fällt alles weg. Das heißt, wir uns einfach ganz entspannt nur hingelümmelt. Zeug geguckt, Essen bestellt. So ganz für uns. Ganz entspannt. Oh Gott. Oh, geh doch mal weg. Scheiße, Lava. Du dreckiges. Kann ich nicht einfach hier unten lang? Oh ne, kann ich nicht. Ja, ist halt aufgrund dessen dann ausgefallen. Ne, ein Kumpel von mir, der war tatsächlich mit seiner Freundin essen. In einem, irgendeinem gehobenen Hofbrau. Oh, doch, ich bin gleich tot. Das ist ja. Heißes Problem. Oh, wow. Ich glaube, wir sollten das Spiel wechseln. Brauche ich jetzt noch meinen ganzen Shit noch, oder? Kann ich noch rennen? Dann muss ich mir jetzt alles nochmal neu holen. Spacer! Ja, ich muss halt den... Der Dings! Wie hieß er noch? Ich hab's vergessen. Der Gerät. Ich eigentlich gerade. Würde eigentlich wahnsinnig gerne. Auf 11 wechseln wir zu Octopath. So. Speed Booster, genau. Speed. Ich bin auf Speed. Ah, wo muss ich denn nochmal lang? Ich glaube, muss hier runter. Ja, ist richtig. Muss ich hier lang? Da war ja auch noch was. So, hier kam ich nicht weiter. Dann bin ich hier lang gegangen. Dann habe ich hier irgendwas geguckt. Aua. Schmerz, Pein, Agonie. Ach, schon mal. Streamplan sagt noch irgendwas von Echos. Oh Gott. Lass mich bloß mit meinem Streamplan in Ruhe. Der ist alles andere als up to date. So, hier war nur Lava unten, ne? Was hier? Das ist auch mein Update. Oh. Oh. Thank you.
Ich gebe mich mal der Faulheit hier zu sammeln, wobei ich könnte zumindest einmal hier reingehen. Streams soll ich noch aufmachen? Entschuldigung, dass du alle Streams auf hast. Und vielen Dank nochmal, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, danke für das Spiel bei Steam. Valley, ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber danke auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott. Aber ich hätte es echt nicht machen müssen. Also, ja, ich tue mich da so schwer mit. Ich bin noch nicht so ganz im Game angekommen. Oh Gott. Na komm. So, wupp. Ha, da. Oh man. Wupp. So, hier gab's nur das. Mehr nicht. Wahrscheinlich gab es den Rest oben. Richtig. Genau, da war noch irgendwas, wo ich nicht rankam. Hast du die Duschlampe schon bestellt? Noch nicht, noch nicht. Aber wie gesagt, das wird irgendwas Simples, was aber funktional ist. Schmerz. Hä? Was ist eure Mentalität? Da darfst du mich jetzt gerade nochmal aufklären. Boah, die geben schön Energie, den nehmen wir mit. Aua. Muss nicht hübsch aussehen, soll nur funktionieren. Ja. Ja gut, was bringt einen das, wenn das noch so geil aussieht, aber nichts taugt? Das ist doch doof. Da kann auch keiner was mit anfangen. Du kannst das geilste Auto haben, wenn das nicht fährt, dann taugt das nichts. Ganz ehrlich. Machst du eine Mäckestüte drüber? der hat ein bisschen gedauert. Der musste erstmal ankommen. In der Großhirnrinde. So, Vollgas! Tschüss. Oh, ja, gut. So. Guck mal, das ist meins, ja. Und dann kriegst du wird gefragt, ist das Timer wieder funktioniert, dann sagst du nein. Das ist kein Gegenstand zum Nutzen, das ist nur zum Gucken. Mehr nicht. Halt, bevor ich hier. Nein, hier ist Patrick. Bevor ich etwaige Fehler nochmal mache. Thank you.
So, dann ist gleich 11 Uhr. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt noch kommen bis 11. Dann mache ich ein Safe State einfach und dann wechseln wir gleich auf Octoparts. Och. Och. Ja, im Feuer geboren. So, komm hier schon mal rüber. Der sitzt ja unten rechts in der Ecke. Hä? Ich hab da keinen gefunden. So, kann ich hier eigentlich? Komm mal hier durch. Du hast auch noch links den Shop, mein rechts, guck ich halt dahin, ne? Wo bin ich jetzt? Da bin ich jetzt. Shit. Links schauen und rechts laufen, ja. Macht das Sinn? Wo ich jetzt. Dass ich jetzt gerade hier bin. Auf eine eigenartige Art und Weise wahrscheinlich schon. Jetzt kann ich nach links schnell laufen. War das jetzt hier? Oh. Oh. Wo? Oder wie. Oder wie viel Schaden macht ihr? Tut ja weh. Nö. Komme ich jetzt schon wieder hin? Oh. Geschwind duschen. Okay. Boah, dreifach Eisbeam. Geil. Bringt halt nur nichts, wenn ich surviven tue. Scheinbar kann man hier irgendwo hoch. Oder hier drunter her.
nö, es geht wieder los. Ich werde wieder doof. Scheiße. Ich komme ja viel zu früh. Auf! Kommt von hier aus noch irgendwo hin. Guck mal, die kann ich einfrieren. Kann ich die auch kaputt machen? Oh. Na gut. Man ist halt so kaputt. Wie, fressen die auch normale Raketen? Jucken die gar nicht. Speicher einfach und lass das in Zukunft sich regeln. Ja. Das könnte tatsächlich so einfach sein. Oh. Oh. Ei, anders tut. Ah. Kann das bitte zurückkommen? Nein. Dann suche ich mir nochmal einen Ort zum Speichern, beziehungsweise ich gehe mal zurück. Ich weiß nicht, ob das hier war. Kann ich hier irgendwo speichern? Also irgendwo ist immer so schön relativ. Irgendwo bestimmt. Irgendwo kann ich sicherlich speichern. So, da war ich schon dran. Ach so, jetzt kann ich natürlich auch... Jetzt kann ich da auch wieder nach oben gehen. Ah. Ist eigentlich immer noch so, dass man hier bei seinem Schiff speichern kann? Wenn ja, würde ich das gerne einmal in Anspruch nehmen. Aber zumindest gerade einmal. Kann man hier ein bisschen was? Okay. Verdammt. Gemein. Scheiß. Was tue ich denn? Hm.
Ich will doch nur mal nach oben. Ne, ich mache gerade Fehler, die ich nie machen sollte. Es ist 23:06 Uhr. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ist hier zufällig jetzt in Reichweite noch irgendwo ein Speicherpunkt? Da kann ich halt mal gucken, ob ich da reinkomme. Das Verlangen ist da. Es wäre zwei Räume drunter. Wer ist jetzt hier? Ne, noch ein. Ach, das ist das. Okay. Kann ich hier nochmal irgendwo? Nö. Gut. Dann machen wir Safe State und dann ist das ein Zukunftsproblem. Game Position Slot 0. Tust du morgen auch streamen tun? Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Soll ich mal zwei Slots dafür? Schreiben wir gerade. Load Game Position Slot 0. Okay, alles klar. Gut. So wie es jetzt aussieht, schon. Vielleicht fange ich erst um 10, halb 10 an oder halb 9, halb 10. Irgendwie so. Ein bisschen später halt. Aber angedacht ist es für morgen. So. Dann machen wir gerade nochmal Pause. Ich gucke, dass ich die Switch. Achso, ich muss sie nochmal anschließen. Wie gesagt, Stream bitte dann kurz unterbrochen. Ihr kennt da ja alles. Wie sind wir hinten? Turbo-Modus aufladen für die Arbeit. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, genau. Päuschen und dann geht's gleich weiter mit Octopaths. Alles klar, alles klar. Bis gleich.